Fantastische Phänomene mit Rainer Holbe. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendereihe hier in Sat.1. Es ist wirklich ein fantastisches Phänomen, dass drei kleine Buchstaben schon ganze Bibliotheken gefüllt haben. Und jeder, der von Beobachtungen dieser Art spricht, sofort zu hören bekommt, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Gemeint sind Untertassen und dazu auch noch fliegende. Ganz genau unser Thema heute Abend, UFO, UFO, heißt Unidentified Flying Object, auf gut Deutsch nicht identifiziertes Flugobjekt. Wir wollten mal ganz sicher gehen und haben deshalb an eine Behörde geschrieben, eine Behörde, die es eigentlich wissen müsste. Wir wollten wissen, hat diese Behörde schon mal UFOs gesichtet oder Meldungen darüber empfangen? Die Behörde ist das Bundesministerium für Verteidigung in Bonn. Volker Rühr lässt grüßen, Referatsleiter schreibt: Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass in meinem Verantwortungsbereich keine nachvollziehbaren Erkenntnisse über UFO vorliegen. Die Sensoren des boden- und luftgestützten Luftraumüberwachungssystems konnten eine Existenz unbekannter Flugobjekte bislang auch bei den NATO-Partnern nicht nachweisen. Na bitte, nun wissen wir es. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Sendung. Gäbe es nicht zum Beispiel diese Aufnahme eines neuseeländischen Kamerateams von einem sich gegen den Uhrzeigersinn drehenden Objekt. Den 8mm-Film eines Hagener Bürgers von einem seltsamen Ding über seiner Stadt. Und die Amateuraufnahmen des Ehepaars Oldfield aus einem britischen Verkehrsflugzeug. Das UFO verschwindet auf rätselhafte Weise. Heute sehen Sie, liebe Zuschauer, als weitere fantastische Phänomene am Himmel und auf Erden eine russische Testpilotin, die fast alles über UFOs weiß. Die Rekonstruktion angeblich außerirdischer Wesen und verblüffte japanische Piloten beim Kontakt mit einem UFO über Alaska. Wir könnten glauben, derartige Beobachtungen gibt es erst seit Erfindung der Fotografie oder der Videokameras, aber es sieht so aus, als hätten Menschen schon vor Hunderten, sogar Tausenden von Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht und auf ihre Art festgehalten. Das Universum mit seinen unzähligen Sternensystemen und fernen Milchstraßen ist ein einziges großes Geheimnis. Jeden Tag versuchen unsere Astronomen mit immer aufwendigeren Geräten, seine Rätsel zu entschlüsseln. Die wichtigste Frage lautet: Gibt es dort draußen in der Schwärze des Alls eine Intelligenz, die der unseren weit überlegen ist? Die meisten Astronomen sind der Meinung, dass es allein in unserer Milchstraße von Leben nur so wimmelt, dass aber die gigantischen Distanzen einen physischen Kontakt unmöglich machen. Wie aber sind dann die zahlreichen Phänomene zu erklären, die nicht erst in unserer Zeit die Menschen neugierig gemacht haben? Sind dies Indizien dafür, dass schon in früheren Jahrtausenden die Erde Besuch einer wie auch immer gearteten fremden Intelligenz hatte? Ist der Tag nicht mehr fern, an dem wir den Abgesandten einer außerirdischen Menschheit Auge in Auge gegenüberstehen werden? Man kann es sich ja bei diesem Phänomen leicht machen und alle die, die so etwas beobachten, als Spinner, als Tagträumer oder Albträumer abtun. Man hört und sieht schon sehr viel aufmerksamer hin bei einem sachlichen, technisch orientierten, kühlen Kopf, den zum Beispiel der Herbert Achim Strobel besitzt und der trotzdem eine unglaubliche Beobachtung gemacht hat. Bad Berleburg, eine Kleinstadt im Kreis Wittgenstein. Ein paar Kilometer vom NATO-Stützpunkt Erntebrück entfernt, tief im Wald, liegt das Haus von Herbert Strobel. Der 46 Jahre alte Elektroakustiker lebt hier abgeschieden mit seiner Frau und den beiden Söhnen Patrick und Leslie. Wie die meisten Menschen hat Herbert Strobel bisher keine Erfahrungen mit sogenannten UFOs. Das sollte sich jedoch an einem Winterabend des Jahres 1990 ändern. Ich war den Abend hier beim Schneeräumen, es war im Winter, logischerweise. Und plötzlich nehme ich so aus den Augenwinkeln heraus am Himmel oben ein
Dreieck bestehend aus drei sehr hellen Punkten war, ziemlich groß, umlaufendes Lichtband, und habe es aber im ersten Augenblick gar nicht genau registriert. Und als dieses Dreieck beim zweiten Hinsehen noch immer an der Stelle war, habe ich dorthin geguckt und da stand das Ding eben einfach am Himmel, reglos, ohne irgendein Geräusch. Herbert Strobel meldete den Vorfall dem diensthabenden Offizier in Erntebrück. Er wollte wissen, was er soeben am nächtlichen Himmel gesehen hatte. Nun, ich bin schon beruflich ein logisch nüchtern denkender Mensch und habe dann geglaubt, es gibt eine Erklärung, normale, natürliche Erklärung dafür, und habe beim benachbarten NATO-Stützpunkt angerufen, habe mit dem Wachhabenden gesprochen und habe ihm die Schilderung erklärt, habe gefragt, ob sie was auf dem Radarschirm gehabt hätten. Er hat mir keine Auskunft gegeben, aber kurz Zeit später, noch in der Nacht, wurde ich vom diensthabenden Offizier dann angerufen. Und der hat mir dann wahre Löcher in den Bauch gefragt, gewiss über eine halbe Stunde, aber auch ohne mir irgendeine Auskunft für dieses Phänomen zu geben. Tja, liebe Zuschauer, Sie haben es an der Einblendung gesehen. Wir konnten natürlich die Beobachtung des Herrn Strobel nur rekonstruieren. Denn wer ist schon immer mit der Fernsehkamera live dabei, wenn sich plötzlich unbekannte Flugobjekte zeigen? Obwohl es Anfang 1990, genau zu dem Zeitpunkt, den Herbert Strobel nannte, im Nachbarland Belgien eine regelrechte UFO-Hysterie gegeben hat, und da gelang es sogar Kollegen des belgischen Fernsehens, solche Phänomene vor die Kamera zu bekommen. Winter 1990. Belgien befindet sich im UFO-Fieber. In allen Teilen des Landes registrieren die Polizeistationen Meldungen aufgeregter Zeugen, die geheimnisvolle fliegende Lichter gesehen haben wollen. Zeitungen und Fernsehen berichten ausführlich über die UFO-Invasion am belgischen Himmel. Am 30. März werden die seltsamen Objekte sogar auf den Radarschirmen des Militärs registriert. Abfangjäger der belgischen Luftwaffe steigen auf. Es gelingt ihnen weder, in die Nähe der unbekannten Flugobjekte zu kommen, noch einen der seltsamen Apparate zur Landung zu zwingen. Dass die unbekannten Flugobjekte keine Fantasien strapazierter Hirne waren, beweisen diese Radaraufzeichnungen, die an Bord eines Abfangjägers aufgenommen wurden. Der horizontale Strich ist der künstliche Horizont, an dem sich der Pilot orientiert. Das kleine W in der Mitte stellt die Position des Flugzeuges dar. Das kleine Viereck ist das Radarbild des unbekannten Objektes. 210 Grad ist seine Flugrichtung. Es bewegt sich mit 570 Knoten. Das sind etwa 1000 Kilometer pro Stunde. Die Höhe wird mit 10.000 Fuß, also 3.000 Metern, registriert. Und nun passiert das Unglaubliche. In nur 4 Sekunden stürzt das UFO von 3.000 Metern Höhe auf nur 1.500 Meter. Dabei beschleunigt es auf über 2.000 Stundenkilometer. Zum großen Erstaunen der Beobachter vollzieht sich die Aktion völlig geräuschlos. Es entstand kein Überschallknall. Ein Phänomen, das den Experten unbekannt ist. Colonel de Brouwer von der belgischen Luftwaffe äußert sich zu dem Vorfall. Für uns gelten nur Fakten und Beweise, daher müssen wir sehr vorsichtig auf diesem Gebiet sein. Die Existenz von sogenannten UFOs kann ich nach diesen Ereignissen jedoch nicht ausschließen. Den Beweis, dass es sich bei den Erscheinungen über Belgien tatsächlich um sogenannte UFOs handelt, versuchen diese Aufnahmen eines Amateurfilmers zu liefern. Deutlich sind drei Lichter zu erkennen, die ein Dreieck bilden. In der Zeitlupe sieht man, dass die drei Lichtquellen verschieden hell leuchten. Bei genauem Hinsehen stellen wir ein viertes, sehr schwaches Licht in der Mitte fest. In der Vergrößerung sind die vier hellen Lichtpunkte deutlich sichtbar. Von dem geheimnisvollen fliegenden Dreieck gibt es auch ein Foto. An der Militärakademie in Brüssel wurde das Farbbild unter der Leitung von Professor Acheroy untersucht. Das Foto wurde in seine drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zerlegt. In der blauen Version erkennt man die dreieckige Form des Flugkörpers. In einer weiteren Phase der Studie wurde ein heller Schein, der das Dreieck umgibt, festgestellt. Dieser Schein ist nachweisbar ein Energiefeld. Auch die detaillierte Studie des Fotos kann das Rätsel um den geheimnisvollen Flugkörper nicht lösen. Einer Sache ist sich Professor Acheroy jedoch sicher. Es handelt sich bei diesem Objekt auf keinen Fall um ein Flugzeug. Wir haben es hier mit einem unbekannten Phänomen zu tun. Welches Phänomen, weiß ich auch nicht genau.
Doch bei so viel unabhängigen Augenzeugen, die alle dasselbe gesehen haben wollen, bin ich überzeugt, dass dieser Flugkörper existiert. Ein Professor ratlos. Wenn sich schon in dieser Sendung so viele nicht identifizierbare Phänomene abspielen, ich möchte an dieser Stelle wenigstens unsere beiden Musiker identifizieren, Jens Züger und Steve Schröder von unserem Star Sound Orchestra. Sie werden jetzt gleich hier in Sat 1 und damit zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine russische Testpilotin erleben, Heldin der früheren Sowjetunion, die an einem Forschungsinstitut für das UFO-Phänomen erstaunliche Ergebnisse erzielt hat. Bis gleich. Das russische Fernsehen hat diesen Moment live übertragen. Und nicht nur das ist ein fantastisches Phänomen im russischen Luftraum. Tbilisi in Georgien im Sommer 1989. Die Sängerin Maya Java gibt ein Konzert auf offener Bühne, das vom Fernsehen live übertragen wird. Plötzlich entsteht Unruhe im Publikum. Hunderte schauen in den Himmel, an dem deutlich ein helles Objekt zu sehen ist, das seinen Standort ständig wechselt. In Greifswald in der früheren DDR sieht das Ehepaar Ivanova am 24. August 1990 gegen 21 Uhr ein helles Objekt, das sie vom Balkon ihrer Wohnung aus mit ihrer Videokamera aufnehmen. Deutlich ist zu sehen, wie sich ein weiteres Objekt gewissermaßen materialisiert. Mehrere hundert Menschen werden an diesem Abend Zeugen dieses Ereignisses. Das waren bisher nie gezeigte Bilder aus russischen Archiven. Und dazu jetzt unsere russische Expertin, Dr. Marina Popovic. Frau Popovic ist Testpilotin der russischen Luftwaffe. Sie hat lange Jahre an entscheidender Stelle gearbeitet, um das Phänomen der UFOs aufzuklären. Und Frau Popovic, ganz aktuell, Sie arbeiten für die Akademie der Wissenschaften an der Aufdeckung eines UFO-Wracks. Und dort ist schon gearbeitet worden, aber dieses Wrack ist noch nicht ganz geborgen. Das ist ein Fall in Tallinn. Es wurde dort ein Turm gebaut und ein Brunnen gegraben und auf einmal ist man auf etwas, auf ein Objekt gestoßen und es stellte sich heraus, dass das etwas völlig Unbegreifliches ist. Man hat ein Stück davon, mit einem Laserstrahl hat man dieses kleine Stück abgetrennt und man hat das an 6 verschiedene Forschungsinstitute verteilt und es stellte sich heraus, dass das etwas Außergewöhnliches ist. Die Ufologen haben sofort gesagt, das ist bestimmt ein UFO. Aber wenn sie das beschlossen haben, bedeutet nicht, dass das bewiesen wurde. Da hat man angefangen, in verschiedenen 6 Forschungsinstituten dieses Phänomen zu analysieren und es stellte sich heraus, dass tatsächlich, dass dort ganz seltene Metallschmelzungen gefunden wurden. Es gibt auf unserer Erde keine solche Metallkombinationen und am Ende dieses Jahres, für das Ende dieses Jahres, wurde die Bergung dieses Objekts geplant. Unsere Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Durchmesser dieses Objekts von 20 bis 25 Meter ist, die es ist 3-4 Meter dick ist und es liegt schräg unter einer, in einem Winkel. Ja. Alleine der Deckel wurde von Wissenschaftlern ausgerechnet, wirkt so ungefähr 200 Tonnen. Marina Popovic, vor einiger Zeit war über die Nachrichtenagentur TASS eine Meldung, und das ist für TASS relativ ungewöhnlich, gekommen, dass im Stadtpark von Voronezh in Estland ein UFO gelandet sein soll und die UFO-Nauten seien ausgestiegen und einfach so durch die Stadt marschiert. Das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Aber was ist Ihre Meinung dazu?
Das war im Jahre 1990, das war eine regelrechte Pilgerfahrt zu dieser Stelle in Voronezh. Ja. Während eines Fußballspiels einer der Mannschaften, das waren Kinder, auf einmal erschien im Himmel ein Objekt und landete und machte die Luke auf und es kamen verschiedene drei Typen von Menschen raus. Der eine Mensch war ohne Kopf und zwei Menschen waren klein und die fingen an, die Proben aus dem Erdproben zu entnehmen. Natürlich waren alle Kinder im Schock. Ja. Und auf der Brust bei diesen Menschen konnten sie ein Quadrat sehen und dieser Quadrat spendete so einen Strahl. Und im vorigen Jahr, 1991, ist überhaupt etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Militärpiloten. Also, schade, dass immer da keiner dabei ist mit dem Fotoapparat. Das wäre doch das Foto des Jahrtausends gewesen. Außerirdische spazieren durch den Stadtpark. Aber ich habe hier auch ein Foto, und zwar in einer Sammlung UFOs, die Beweise. Da ist ein angeblich Außerirdischer, ein sehr kleines Wesen, zu sehen in einer Art Raumanzug oder vielleicht Bergungssack oder wie auch immer, weil dieses Wesen scheint tot zu sein. Jetzt gibt es darüber sehr viele Spekulationen. Die einen sagen, das Bild ist echt, die schwören sogar darauf, und die anderen sagen, das ist eine Fälschung, das ist eine Puppe, die auf einer Ausstellung in Kanada fotografiert worden ist. Was ist denn jetzt Ihre Meinung? Dieses Foto, das habe ich von einem unserem Ufologen geschenkt bekommen, Felix Siegel, der hat mir persönlich das Foto geschenkt und ich glaube, dass das eine Nachmachung gemacht wurde, Nachahmung von einem existierenden Außerirdischen. Und man behauptet, dass das 1947 in New Mexico, als dort ein UFO abgestürzt war, wurden da drei Leichen gefunden und dieser Winton Stevenson beschäftigte, es war dabei, als dieses Wrack geborgen wurde. Und er hat diese so Nachahmung von dieser, wurde nachgemacht, diese Leiche. Denn viele, die das gesehen haben, die behaupten alle, dass die Außerirdischen große Köpfe haben und diese Augen also, auch so Schlitzaugen haben. Ja, und die behaupten alle, das waren nun Außerirdische gewesen. Ich könnte mich mit Ihnen noch stundenlang über dieses Phänomen unterhalten. Sie haben selbst UFOs gesehen, Sie haben sie verifiziert, aber wir haben ja so wenig Platz in dieser Sendung. Deshalb bedanke ich mich. Danke Ihnen, dass Sie den weiten Weg gemacht haben hierher und kommen Sie gut zurück nach Hause. Auf Wiedersehen. So. Zum Thema unbekannte Flugobjekte ist es sicher das Sinnvollste, sich mit Menschen zu beschäftigen, die ohnehin tagtäglich und professionell mit Flug und Fliegen zu tun haben. Am 17. November 1986 startete eine Boeing 747 der Japanese Airlines zu ihrem Flug von Paris über Alaska nach Tokio. Kapitän des Fluges war Kenyo Terauchi, der damals 19 Jahre Cockpit-Erfahrung hatte. Ein Flug, an den sich die Besatzungsmitglieder bis an ihr Lebensende erinnern werden. Die Ladung an Bord der Frachtmaschine war übrigens französischer Bordeaux-Wein, aber der hat mit dem folgenden Geschehen nichts zu tun. Das Besondere an diesem Vorfall, es ist uns gelungen, den Originalsprechfunkverkehr zwischen dem Cockpit und der zivilen, aber auch der militärischen Flugüberwachung zu bekommen. Lediglich die Bilder, die Sie gleich sehen werden, haben wir hier rekonstruiert. Und dann habe ich auch noch das Bordbuch von Herrn Terauchi, zumindest ein Auszug, der ist in japanischer Sprache auch geschrieben, aber er ist natürlich übersetzt. Er hat diese außergewöhnliche Begegnung natürlich genauestens geschildert und diese Schilderung beginnt, falls vor langer, langer Zeit ein Jäger ein Fernsehgerät gesehen hätte, wie hätte er es den anderen beschrieben? Mein Erlebnis war ähnlich. Die Frachtmaschine der Japanese Airlines hatte gerade ihren Steigflug begonnen. Es war 4.25 Uhr Alaska-Zeit am Nachmittag. Im November ist es hier rund um die Uhr fast dunkel. Es war Vollmond und wir hatten eine gute Sicht. Um 5.05 Uhr hatte uns die Bodenstation von Edmonton auf dem Radar.
Algebra Airlines 1628, turn left heading 280. Nach vollzogenem Kurswechsel begann das Phänomen. Da waren plötzlich nicht identifizierbare Lichter vor uns. Sie bewegten sich in der gleichen Richtung und im gleichen Tempo wie wir. Wir waren 10.600 Meter hoch und flogen mit einer Geschwindigkeit von 900 Stundenkilometern. Der erste Offizier Termeto funkte zur Bodenstation Anchorage. Die Lichter bewegten sich wie kleine Bären, die miteinander spielen, aber nicht wie Flugzeuge. Sie waren weit genug entfernt, sodass wir uns nicht in Gefahr fühlten. Dann kam mir der Gedanke, dass diese Dinger sogenannte UFOs sind. Plötzlich stoppten die beiden Raumschiffe und leuchteten uns an. Das Licht fühlte sich warm an. Eine innere Ruhe durchflutete mich. Sie flogen ein bisschen höher als wir. Wir fühlten uns nicht bedroht. Um ehrlich zu sein, wir waren ziemlich atemlos. Plötzlich entfernten sich die Lichter. Und wir nahmen wieder Kontakt zu Anchorage auf. Inzwischen waren alle militärischen und zivilen Radarstationen der Gegend mit dem nicht identifizierbaren Objekt beschäftigt. Plötzlich tauchte hinter uns die gigantische Silhouette eines Raumschiffes auf. Die Konturen des Objektes zeichneten sich deutlich ab. Wir bekamen es mit der Angst zu tun. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Antwort kam. Wir glaubten, das Raumschiff sei verschwunden. Das Frachtflugzeug der Japanese Airlines flog nun schon 40 Minuten in Formation mit einem unbekannten Flugobjekt, das nach Aussagen der Besatzung die Größe eines Flugzeugträgers hatte. Zu diesem Zeitpunkt bat die Bodenstation in Anchorage eine in der Nähe fliegende Maschine der Gesellschaft United Airlines um Assistenz. Das Flugzeug der United Airlines kam in unsere Nähe. In diesem Moment verschwand das Raumschiff. Da war nichts mehr zu sehen, bis auf das Mondlicht. Unser seltsames Erlebnis hatte etwa 50 Minuten gedauert. Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Der Vorfall. Der Vorfall über Alaska war natürlich rekonstruiert, aber ich sag's noch einmal, der eingespielte Funkverkehr war echt und damit ein Indiz für diese ungewöhnliche Begegnung. Und das, liebe Zuschauer, ist offensichtlich kein Einzelfall. Es muss auch keine japanische Luftlinie sein, es kann auch bei der deutschen Lufthansa passieren. Ich möchte Ihnen einen renommierten Piloten vorstellen, viele Jahre sogar Chefpilot, oft auch der persönliche Pilot des Bundespräsidenten. Hier ist Werner Utter. Grüße Sie, Herr Utter. Willkommen. 29.000 Flugstunden hat er auf dem Buckel und ein Erlebnis gehabt, das dem ähnelt, das die Kollegen hier von der Japanese Airlines hatten. Wo und was ist da passiert? Wo richtig, war das? Wir waren in den 50er Jahren auf dem Flug von Beirut nach Bagdad.
als wir in etwa 3000 Meter Höhe waren und den Libanon überflogen hatten, sah ich plötzlich am Sternenhimmel eine Lichterscheinung, wie etwa eine Leuchtbombe. Und diese Lichterscheinung kam näher und näher, sodass ich ganz aufgeregt die Bordscheinwerfer einschaltete. Ich dachte, es käme ein anderes Flugzeug uns entgegen. Und plötzlich stand ein riesiger Feuerball neben dem Cockpit und dem Innenmotor, etwa im Durchmesser von 5 Meter. Es war ein warmes, ein rötliches Licht. Der ganze Feuerball bewegte sich und ich hatte überhaupt keine Angst davor. Ich war ganz eingenommen von dieser Lichterscheinung. Ich sagte zu meinem Co-Piloten, er nickte, er sah es auch, es war ja taghell im Cockpit. Und als ich wieder hinsah, ging diese Lichterscheinung mit einer ungeheuren Geschwindigkeit abrupt in den Himmel wieder und wir waren wieder unter den Sternen. Es gibt ein zweites Erlebnis, das sogar dokumentiert ist, denn zu dieser Zeit hatten Sie so eine Art Tonaufzeichnungsgerät, so eine Art Rekorder mit. Und als dann wieder so etwas passierte, haben Sie damals gleich live Ihre Beobachtungen auf dieses Aufnahmegerät gesprochen. Und das war wo, bitteschön? Das war über Labrador in einer Höhe von etwa 12.000 Metern auf dem Flug von Frankfurt nach New York. Das hören wir uns jetzt mal an. Scheint, wir haben eine fliegende Untertasse in Sicht. Ganz hell. Sendet Strahlen aus. Und wird mal rot, mal violett. Wie so eine Spinne. Nun ist es ja ganz, wir haben das natürlich hier auch nachgezeichnet, aber so war es etwa. So war es etwa und ich war also von dieser Lichterscheinung genauso fasziniert. Nur es war nicht die Wärme da wie bei der ersten Erscheinung. Nun gerät man ja in den Verdacht, wenn man solche Dinge sieht und auch noch darüber spricht, dass es bei einem nicht ganz stimmt. Das ist eine Gefahr. Ich möchte dem entgegengehen. Das Smithsonian-Institut in Amerika hat mal in den 70er Jahren an alle Piloten Vordrucke ausgegeben, die sollten die Lichterscheinung aufzeichnen mit Höhe und so weiter und so fort. Und von diesen Lichterscheinungen, die nachher nachgeprüft wurden, waren zum Schluss noch 3 übrig von etwa 5000 in einem Jahr. Ja. Waren 3 noch übrig, die sich selbst das Institut nicht erklären konnte. Also es war ein Phänomen. Ja. Haben Sie denn selbst dann jetzt eine Erklärung für diese Beobachtung, die Sie gemacht haben? Ja, ich kann mir es nicht erklären. Ich kann nur das sagen. Ich habe es gesehen und ich glaube daran, dass es was ist, ein Unknown Flying Object. Dankeschön, Werner Rutter. Wiedersehen. Wiedersehen. Es gibt Veröffentlichungen, die erreichen Millionenauflagen, weil das Thema so hochinteressant ist. Und dann gibt es Themen, die sind derart interessant und gleichzeitig auch brisant, dass die Untersuchung nur in 15-facher Ausfertigung existiert. Strengste Geheimhaltung also. Und ein Mann, dessen Karriereleiter bis ins Oberhauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa reichte, er war dort der für die Sicherheit zuständige Offizier der Kommandozentrale und wertete Geheimdienstinformationen aus. Ein Mann also, der Zugang zu den geheimsten Dokumenten hatte, ist heute bei uns. Robert Dean. Hallo. Welcome. Danke. Herr Dean, wir haben von dieser geheimnisvollen Studie gesprochen, die hat viele hundert Seiten, die gibt es nur in 15 Exemplaren. Sie hatten eines dieser Exemplare, streng geheim. Weist diese Studie darauf hin, dass es UFOs gibt? There's no question about it. Ja, da gibt es überhaupt keine Frage. Die Schlussfolgerungen waren die, dass über jeden Zweifel erhaben es tatsächlich echte UFOs gibt und dass es sie auch hier auf der Erde gibt. Wenn Sie jetzt aus dieser Studie zitieren, aus einem geheimen Papier, dann brechen Sie doch Ihren Eid.
Ja, das ist eine der Fragen, die ich klarstellen wollte. Ich habe meinen Eid tatsächlich gebrochen, und zwar jetzt schon seit über einem Jahr. Und ich muss Ihnen erklären, dass ich mich 27 Jahre lang als treuen kalten Krieger betrachtet habe. Ich habe die Regeln eingehalten, ich habe kein geheimes Material veröffentlicht. Aber ich glaube, dass die Zeit jetzt gekommen ist, dass diese Studie, dass dieses Thema an die Öffentlichkeit kommen muss. Die Geschichte muss erzählt werden. Ja. Sie sagen also, dass es UFOs gibt, und das sagen nicht nur Sie, sondern in Kenntnis Ihrer Papiere. Es heißt, dass auch schon mehrere UFOs auf der Erde abgestürzt sind, heißt es auch in diesem Papier. Und es wird, glaube ich, von 12 oder 15 Abstürzen gesprochen. Wurden dabei auch extraterrestrische Wesen geborgen? Yes, that's true. Ja, das stimmt. We have retained or reclaimed not only hardware. Wir haben also nicht nur Material wiedergewonnen, sondern auch die Leichen von solchen Lebewesen. And in one case, in einem Fall, das war ein sehr legitimer Fall, da haben wir sogar ein echtes lebendes Lebewesen geborgen aus einem dieser Raumschiffe. Wo ist das jetzt? Nun, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass dieses Lebewesen mittlerweile verstorben ist. Man hat ihn ein paar Jahre am Leben gehalten, aber aus irgendeinem Grunde, den wir nicht verstehen, ist er dann doch verstorben. Es wird immer wieder von dem berühmten Roswell-Zwischenfall gesprochen, der sich 1947 in New Mexico ereignet hat. Da wurde auch ein unbekanntes Flugobjekt geborgen. Was hat sich da ereignet? War auch eine Besatzung an Bord? Ja, es sind drei Leichen gefunden worden. Man hat die Hardware und auch die Leichen dann nach Wright-Patterson Air Force Base gebracht. In Ohio, in den USA ist das. Und dort sind Autopsien durchgeführt worden an den Leichen. Man hat auch das Material analysiert, das Metall, das hat jahrelang gedauert. Ja. Wir werden nachher gleich die Anatomieergebnisse zeigen. Denken Sie denn, dass das wirkliche Außerirdische waren oder waren das so eine Art Zwitterwesen? Ja, das ist eine interessante Frage, und ich muss Ihnen dazu sagen, die Schlussfolgerungen der Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren so, dass die kleineren, diese kleinen grauen Lebewesen, dass das keine separate Rasse waren, wie wir das verstehen. Sie schienen absolut identisch zu sein. Es kann sogar sein, dass sie geklont waren. Sie scheinen sich nicht fortsetzen zu können, und die Schlussfolgerungen, die einige der Wissenschaftler beschlossen haben, waren, dass das biologische Androide waren, die also im Labor hervorgebracht worden sind. Das klingt schon ein bisschen wie Frankenstein. Warum, und das stellt sich natürlich jeder diese Frage, hat noch keiner von uns solche Außerirdischen gesehen? Warum kommt es Ihrer Meinung nach nicht zu einem offiziellen Kontakt? Ich glaube, es gibt diesen Kontakt, aber auf einer sehr subtilen Ebene. Und eine der Schlussfolgerungen der SHAPE-Studie, die ich für sehr interessant gehalten habe, war, dass eine der vier Rassen, die uns hier besucht hat, genauso aussah wie wir. Das heißt also, sie haben möglicherweise schon einen Außerirdischen getroffen und haben es gar nicht gewusst. Ich bin eigentlich sogar überzeugt, dass das passiert ist. Vielleicht sitzen heute Abend welche hier? Könnte es sein? Ich habe da einen bestimmten Verdacht. One is raising his hand in the back row there. einer hebt da gerade die Hand, einer hat sich gemeldet. Ja, wir haben hier ein Bild, das zeigt einen sogenannten EBE, und der soll 1949 also gefangen genommen worden sein und 4 Jahre gelebt haben. Ist das Bild echt oder ist das die Erfindung von Herrn Spielberg? Ich habe ein ganzes Netz von Freunden, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Und dieses Foto ist mir von jemandem geschickt worden, dem ich unbedingt vertraue. Und er sagt mir, das ist ein echtes Bild eines Außerirdischen. Nun hat ja Spielberg in seinem berühmten Film Unglaubliche Begegnung der dritten Art genau solche Außerirdische dargestellt. Hat er jetzt von diesem Bild gewusst?
Nun, man vermutet das, und da haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Es wird vermutet, dass die NASA ein besonderes Interesse daran hatte, Herrn Spielberg dazu zu bringen, seinen Film zu machen. Wir wissen, dass die NASA $2 Millionen gezahlt hat, um das Filmprojekt zu unterstützen. Dieses Filmprojekt der unheimlichen Begegnungen der dritten Art. Sie haben da auch Berater gespielt bei diesem Filmprojekt. Ich glaube, das ist also mehr als ein Zufall. Also auch wir könnten uns natürlich jetzt wieder stundenlang unterhalten, über was wer alles weiß, der Mr. Dean. Aber eines müssen Sie mir versprechen, wenn der nächste Außerirdische an Ihre Tür klopft, rufen Sie mich bitte an. Ich möchte auch endlich mal einen kennenlernen. Mr. Dean. Danke Ihnen. Die Lieblingsstory all derer, die an UFOs wirklich glauben wollen, lautet ja: Wir sind nicht allein. Eines ist sicher, wir sind nicht allein mit diesem Thema. Auch die Kollegen vom amerikanischen Fernsehen haben sich schon oft mit unbekannten Flugobjekten beschäftigt und selbst die Einschaltquoten sind dabei abgehoben. Ein Höhepunkt dieser Sendungen waren die Aussagen des Spezialisten Falcon, der natürlich nicht so heißt, aber Geheimdienst bedeutet ja auch geheimer Name. Gesicht und Stimme des Agenten sind verändert. Die Aussage ist denn auch entsprechend spannend. Falcon berichtet von 3 UFO-Insassen, die offenbar als Gefangene der US-Regierung gelebt haben und deren körperliche Beschaffenheit genau untersucht worden ist. Sie sind Geschöpfe etwa 1 Meter bis 1,36 Meter groß. Ihre Augen sind extrem groß, fast wie Insekten. Sie verfügen über einige verschiedene innere Lider. Ihr Tageslicht ist wahrscheinlich extrem hell, wahrscheinlich 2 bis 3 Mal so hell wie unsere Sonne. Anstelle einer Nase haben sie nur 2 Öffnungen und einen kleinen Mund. Sie verfügen über keine Zähne. Sie haben stattdessen einen harten, gaumengleichen Bereich. Ihre Organe sind sehr einfach. Sie verfügen über ein Organ, das die Funktion des Herzens und der Lunge zugleich übernimmt. Ihr Verdauungssystem ist recht einfach. Ihre Hautstruktur ist extrem. Es ist eine sehr elastische Haut und hart, wahrscheinlich von ihrer Sonne gehärtet. Sie haben einige Basisorgane. Ihr Gehirn ist komplexer als das unsere. Es hat mehrere und verschiedene Lappen. Ihre Augen werden vom Gehirn kontrolliert, nicht wie bei uns vom Hinterkopf. Ihr Gehör ist besser als unseres, beinahe besser als das eines Hundes. Sexualorgane sind vorhanden, männliche und weibliche. Niere und Blase ist bei ihnen das gleiche Organ. Sie haben ein Ausscheidungs- und noch ein weiteres Organ, wobei ich nicht weiß, ob unsere Wissenschaftler seinen Zweck festgestellt haben. Sie glauben, es dient der Beförderung sowohl der soliden als auch der flüssigen Ausscheidung. Sie verfügen über Hände ohne Daumen und Zeigefinger. Ihre Füße sind spinnenähnlich. Sie essen Gemüse, das essen sie besonders gern. Lieblingsgericht oder Snack ist Eiscreme, besonders Erdbeereis. Erdbeereis. Achten Sie also bitte bei Ihrem nächsten Besuch in einer Eisdiele besonders auf Gäste, die gerne Erdbeereis essen. Und was dieses Phänomen betrifft, das in den letzten Jahren viel diskutiert wurde und was mit UFOs zu tun hat, das, liebe Gäste, erfahren Sie gleich. Affären, Hintergründe, Tatsachen. Akut geht Ihnen nach. Den Dingen, über die Sie Bescheid wissen sollten. Akut, jeden Mittwoch in Sat.1. Sie sind doch dabei. Sie sehen, die Engländer gehen mit diesem Phänomen sehr gelassen um und drucken dazu sogar Ansichtskarten.
Hierzulande glauben immer noch viele, man müsste nur genügend Korn getrunken haben, um Kreise zu sehen. Aber ernsthaft, gibt es einen Zusammenhang zwischen unwahrscheinlichen Erscheinungen am Himmel und ungewöhnlichen Erscheinungen auf der Erde? Auch in diesem Sommer sorgten wieder geheimnisvolle Formen in den Kornfeldern Südenglands für Spekulationen über die Herkunft dieser Erscheinungen. Einige der Piktogramme stammen von Fälschern, aber die Entstehung der meisten bleibt ungeklärt. Sind es Signale der geschundenen Erde oder, wie viele Experten glauben, Nachrichten einer wie auch immer gearteten Intelligenz? Ich machte in jener Nacht einen Spaziergang um mein Haus, als ein Licht vor den Hügel kam und auf mich zuflog. Zuerst dachte ich, es sei ein Autoscheinwerfer gewesen. Doch dann hielt es vor mir an. Es war eine Form aus Licht. Dann schoss es blitzschnell in diese Richtung und verschwand. Timothy Dodd, ein Mann, der das Phänomen seit Jahren verfolgt, bestätigt diese Aussage. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass diese Kornkreisformationen von UFOs erzeugt werden. Es gab immer eine Zunahme von UFO-Sichtungen, wenn die Kornkreise erschienen. Steve Alexander, ein junger Engländer, wollte an einem Juli-Nachmittag des Jahres 1990 eigentlich nur das Piktogramm von Alton Barnes mit seiner Videokamera filmen. Doch dann bemerkten er und seine Frau eine kleine, helle Metallscheibe, die in geringer Höhe über die Felder glitt. Meine Frau und ich wollten gerade gehen, als ich dieses leuchtende Objekt bemerkte. Das Objekt kam in unsere Blickrichtung, drehte und tauchte in das Kornfeld ein. Es flog sehr tief und es glitzerte die ganze Zeit. Schließlich blieb es für ungefähr 3 Minuten über dem Kornfeld stehen. Es blitzte und glitzerte und flog dann über ein anderes Feld. Uns wurde nach Analysen in Japan mitgeteilt, dass dieses fliegende Objekt einen Durchmesser von nur 20 Zentimetern hatte und das Sonnenlicht äußerst intensiv auf seiner Oberfläche reflektierte. Das Objekt bewegte sich direkt über den Pflanzen, berührte die Weizenhalme, drückte sie zur Seite und schien großes Interesse an den Kornkreisen zu zeigen, die man im Nachbarfeld entdeckte. Solche Objekte sind den UFO-Forschern als kleine, unbemannte Sonden, sogenannte Telemeterscheiben, bekannt. In diesem Archivfilm von 1973 umkreist eine solche Telemeterscheibe eine Concorde. Ein ähnliches Objekt überflog die Mondoberfläche. Aufgenommen wurden diese lange geheim gehaltenen Bilder im Jahre 1969 von den Astronauten von Apollo 12. Ein Phänomen, das Kreise zieht, nicht nur Kornkreise. Dass dies ein Stoff ist, aus dem auch Kinoträume sind, haben wir spätestens bei Steven Spielberg erlebt. Sie erinnern sich an Unheimliche Begegnung der dritten Art. Der Titel war nicht aus der Luft gegriffen. Fachleute definieren als Begegnung der ersten Art die UFO-Beobachtung eines Augenzeugen aus geringer Entfernung. Der zweiten Art, von UFOs hinterlassene Spuren bei Begegnungen. Und der dritten Art, da haben Zeugen Kontakt mit den UFO-Insassen. Das Unwahrscheinliche, liebe Zuschauer, das lässt sich noch steigern. Nämlich die Begegnung mit der sogenannten vierten Art. Ein ahnungsloser Irdischer wird von geheimnisvollen Außerirdischen angeblich entführt. Die amerikanische Psychiaterin Dr. Rima Leipoff hat in den letzten 3 Jahren ihrer Praxis 120 Patienten behandelt, die teilweise unter Hypnose Angaben von UFOs. Sie gaben also an, von UFOs entführt worden zu sein, und sie erzählten dabei haarsträubende Dinge, wie zum Beispiel diese junge Frau. Sie wollten, dass ich aufstehe. Sie wollten, dass ich rauskomme. Und ich wusste nicht, wie ich rauskomme. Da war das Fenster. Aber als ich das dachte, begann ich mich plötzlich zu bewegen und flog geradezu aus dem Fenster, ganz einfach. Ich glaube, es befindet sich ein Tisch im Raum. Ein Tisch? Was für eine Art von Tisch? Wie im Sprechzimmer eines Arztes. Sie haben sie auf den Tisch gelegt, lagen sie auf dem Bauch.
Auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Wenn Sie da jetzt liegen, sind Sie allein? Are you alone? Nein, Sie sind da, überall. Does anybody touch you? Berührt Sie jemand? Das tun Sie. Wo werden Sie berührt? Ich glaube, am Rücken und an den Beinen. Sind Sie allein? Nein, Sie sind überall. Wie viele von Ihnen stehen um den Tisch herum? Mindestens vier oder fünf. Und tun Sie alle etwas oder schauen Sie bloß? Ja, Sie beobachten mich auch. Wie viele von Ihnen tun etwas? Einer. Sie sind so hässlich. Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen nach diesen fantastischen Phänomenen ziemlich beeindruckt sind. Sie eigentlich auch, Dr. Elmar Gruber? Und da ist er, unser wissenschaftlicher Berater. Beeindruckt, ja oder nein? Sind die Menschen verrückt, die so etwas erleben, ja oder nein? Ich bin beeindruckt, dazu kann ich mit ja antworten. Die Menschen sind sicherlich nicht verrückt, die so etwas erleben. Es gibt psychodiagnostische Untersuchungen von Menschen, die UFO gesehen haben wollen. Es gibt solche Untersuchungen auch von Menschen, die von UFOs entführt worden sein sollen. Und beide Untersuchungen haben eindeutig nachgewiesen, dass diese Menschen sich von der Normalbevölkerung nicht unterscheiden. Sie sind weder neurotisch noch psychotisch, noch sind sie hysterisch. Sie sind ganz normale Menschen. Ja. Ist das eigentlich ein Indiz, wenn 120 Menschen vor einer Psychoanalytikerin, in diesem Fall Dr. Rima Leiboff, aussagen, teilweise unter Hypnose, sie hätten solche Entführungsfälle erlebt? Ist das ein Indiz für die Wahrhaftigkeit solcher Aussagen? Denn 120 Leute, die sich nicht kennen, können sich doch nicht unmöglich zu einem großen Scherz verabredet haben. Das ist es eben. Natürlich ist es ein Indiz. Das Besondere daran ist, dass wir hier eben nicht einen Bericht von ein oder zwei Leuten haben, sondern eine ganze Reihe von Berichten. Diese Berichte zeigen zusammengenommen ein richtiges Entführungssyndrom. Das spielt sich bei allen Menschen ganz ähnlich ab, in denselben Varianten. Das UFO landet. Man wird in eine Art Hypnose versetzt. Die Menschen haben das Gefühl, sie sind hypnotisiert, sie können nicht anders, müssen zu dem UFO hin. Drinnen findet eine Untersuchung statt und so weiter. Also diese einzelnen Teile der Entführungsgeschichte ist bei allen identisch und das ist ein ganz eindeutiger Hinweis darauf, dass die Erlebnisse echt sind. Ein zweiter Hinweis, den man nicht unterschätzen darf, ist, die meisten oder fast alle Menschen, die von einem UFO entführt wurden oder es zumindest behaupten, haben so etwas erlebt, was man in der Psychologie ein Post-Traumatic Stress Disorder nennt, also posttraumatische Stresserlebnis. Das kennt man von Menschen, die im Krieg waren, von Menschen, die Vergewaltigungserlebnisse hatten, ähnliches mehr. Das sind ganz tiefe seelische Traumen. Ja. Und diese seelischen Traumen, die bildet man sich nicht ein. Da geht ein Erlebnis dem voraus, nicht wahr? Ja. Liebe Zuschauer, das war also heute Abend eine unheimliche Begegnung, welcher Art auch immer. Eines ist sicher, ich freue mich schon jetzt unheimlich auf unsere nächste Begegnung. Guten Abend. Nächstes Mal sehen Sie einen Aprikosenbaum, der sich mit seinem Besitzer unterhalten kann. Eine Straße, auf der die Fahrräder den Berg hochfahren, ohne dass man in die Pedale treten muss. Einen Mann, der wirklich in die Luft geht.